Ja, guten Morgen hier vor dem Karl-Liebknecht-Haus. Michael Kronz, natürlich die Frage einer Neupositionierung auch in der Außenpolitik steht für die Linken, für der linken Partei Die Linke auf der Agenda. Das ist eines der großen Themen neben der Personalfrage und neben der Frage einer Aufarbeitung eines Missbrauchs und Machtmissbrauchsskandals beim Hessischen Landesverband. Insofern waren also alle Indikatoren von außen für diese Wahl in Schleswig-Holstein denkbar schlecht. Die Erwartungen waren niedrig und sie sind noch sozusagen unterboten worden. Mit 3,8% war man 2017 eingekommen. Jetzt sind es also 1,7 geworden. Man hat sich mehr oder weniger pulverisiert. Am Wahlabend konnte ich mit Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler sprechen über seine Reaktion auf das Ergebnis und über die weiteren Schritte. In Schleswig-Holstein hat es die Linke erneut nicht geschafft, in den Landtag einzuziehen. Was waren die hauptsächlichen Gründe? Wie ist Ihre erste Bewertung? Naja, wir haben es erneut nicht geschafft, in den schleswig-holsteinischen Landtag einzuziehen. Das ist für uns ein enttäuschendes Ergebnis. Es ist klar, dass die Wählerinnen und Wähler uns nicht hinreichend Vertrauen geschenkt haben. Die Themen, die wir setzen wollten und die wir auch gesetzt haben und die ich finde völlig richtige Themen sind, auch umzusetzen und ins Gespräch zu bringen in den Landtag. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Dort müssen wir deutlich besser werden. Es genügt nicht zu sagen, dass die Wählerinnen und Wähler das falsch sehen, sondern wir müssen einfach besser werden. Es geht darum, natürlich, wenn es darum geht, einen Mietendeckel in Schleswig-Holstein wieder einzuführen, den es gab, oder einen Landesmindestlohn zu erhöhen. Das sind Dinge, die wir besser kommunizieren, besser in den Mittelpunkt setzen müssen mit authentischen Persönlichkeiten. Und durchsetzen kann man es nur, wenn man drin ist, nicht wenn man draußen ist. So sieht's aus. Vor ein paar Wochen war die Saarlandwahl, da, wenn man nochmal an die Gründe gucken, da gab es den Lafontaine-Faktor. Das, was Sie jetzt erleben, wenn man ein bisschen in die Analyse geht, ist das jetzt der Faktor der Sexismus- und Machtmissbrauchsaffäre oder wo sehen Sie die Hauptgründe? Naja, die Gründe liegen ein bisschen tiefer. Meines Erachtens ist es schon so, dass wir als Partei, und das ist ja nun in der Gesellschaft klar, uns in einer gewissen Umbruchssituation, auch in einer Krise befinden. Unsere Bundestagswahlergebnisse waren nicht gut. Wer will das bestreiten? 4,9% können uns überhaupt nicht zufriedenstellen. Wir wollen und müssen da deutlich besser werden. Und wir brauchen als Partei natürlich auch eine politische Veränderung. Es genügt nicht, bestimmte alte Evergreens zu spielen, sondern die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Und nicht zuletzt der Ukraine-Krieg, also die Aggression Russlands in die Ukraine, ist für uns auch als Partei eine politische Herausforderung, wo wir klar werden und klar sein müssen. Das ist ein Punkt, der für uns natürlich in der Vergangenheit, in den letzten Wochen auch, uns nicht in die Hände gespielt hat, wenn ich es mal so sagen darf. Ja. Herr Schindler, Sie sagen selbst, die Partei befindet sich in einer Krise. Manche sagen, es ist eine existenzielle Krise. Andere gehen sogar noch weiter und sagen, es ist so eine Art Selbstzerstörungsmodus für die Partei. Wie kommen Sie raus aus dieser Spirale? Mit Inhalten, nur mit Inhalten, weil alles andere bringt doch gar nichts. Und die Wählerinnen und Wähler wollen doch nicht wissen, wer von uns wen wie findet, sondern die Wählerinnen und Wähler wollen wissen, was haben wir für politische Alternativen anzubieten als Linke, die Lebenslage der Leute verbessert. Und inhaltlich sind da viele Dinge bei uns klar. Wir wollen natürlich einen höheren Mindestlohn, wir wollen sichere Renten, wir wollen einen Mietendeckel, wir wollen den ÖPNV schrittweise kostenfrei machen, die Energiewende konsequent angehen. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, wir haben in den letzten Jahren evident zu viel gestritten, evident uns zu viel mit sich selbst befasst. Wir haben auch an den entscheidenden Themen uns Unklarheiten geliefert. Stichwort Afghanistan-Einsatz, Stichwort sozialökologische Wende, da auch konsequent auf der Seite ökologischer Modernisierung im Sinne des Öffentlichen zu stehen. Das haben wir nicht gemacht. Da sind wir nicht gut genug gewesen und ja, die Wählerinnen und Wähler haben es erkannt und deswegen uns nicht gewählt. Da müssen wir besser werden. Und das war Jörg Schindler, der Bundesgeschäftsführer von Die Linke. Im Grunde genommen hat man hier auch Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag auch schon abgebucht. Man ist zwar noch ein bisschen mit Hoffnung dran, aber man muss sozusagen die ganzen Konstanten, die hier einwirken und die wir gerade besprochen haben, mit einpreisen. Insofern wird das wahrscheinlich noch einmal ein relativ defensiver und trauriger Sonntag für Die Linke. Das aber ist meist der Montag. Wir gehen in eine politische Woche und Michael Kronz zurück zu Ihnen nach Bonn.